Moin, Servus, moin. Zum Morgen erstmal ein paar Liegestütze. Bist du schon 6 Kilometer gejoggt? Ja, ich habe schon meine Liegestütze weg. Es gibt's nicht so lange. Aber ich muss sagen, wir haben eigentlich gut geschlafen. Es war schon stabil hier. Oh ja. Ich habe auch wirklich hier geschlafen. Und hier ist einfach komplett Ruhe, komplett dunkel. Das ist wirklich geil. Jetzt kann ich nur sagen, ich hunger also nehmen. Ich mir alles vom Buffet. Ja, das ist doch auf jeden Fall ein Buffet. So habe ich mir das auch vorgestellt. Aber naja. Ja. Es würde mich auf jeden Fall sättigen. Der will es nicht haben. Ich glaube, der ist ein größeres Berufen. Naja, hier ist nicht das Schönste, aber der Ausblick auf jeden Fall ist wild. Gummo! Das ist der entscheidende Moment. Ich weiß nicht, ob diese Cola hier schmeckt, weil die schmeckt auf jeden Fall. Sondern ob das Internet hier ausreicht, um Videos hochzuladen. Naja, mach nur. So, Download haben wir. Auf jeden Fall stabile 3,5 Megabit pro Sekunde, jawohl. Und Upload haben wir. Oh, Upload haben wir sogar 8. Fast 6, 5, oh nee. Wie lange dauert das, so 20 GB Vlogs hochzuladen mit 5 Mbit? Also ich schätze mal, wenn wir in Deutschland sind, sind sie wieder online. Oder sind sie online? Das schätze ich leider Gottes auch. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, bevor es zur ersten Untersuchung geht in der Klinik für die Haare. Und wir besuchen jetzt den Galata-Turm. Ich muss heute wirklich noch zum Friseur, Alter. Ich halte das nicht mehr aus. Mir fällt der direkt die ganze Zeit in die Ohren. So. Das ist wirklich einer der schönsten Arbeitsplätze überhaupt. Köpik! Hier, Köpik! Falls jemand von euch irgendwelche Leuchtmittel braucht, seid ihr in dieser Straße genau richtig, weil hier gibt es überall Lampen. Lampen, Lampen und nochmals Lampen. Brauchst du zufällig Lampen? Ich auch nicht, aber warum gibt es denn immer so viel von allem auf einem Haufen? Trinkt mehr Nestlé-Produkte und kauft mehr Lampen. Hier wird massiv angestanden, um den Turm von oben zu besichtigen. Und mir reicht doch von unten aus. Das ist der Galata Tower. Naja, ist schon ein schönes Ding. Feiglinge! Hallo, möchten Sie kaufen? Heute haben wir Obst und Gemüse angebaut. Scheiße. Dann wohl ich. Wenn die Rolex nicht tickt, ist sie nicht echt. Very cheap, Saatwatch 300 TL.
Ja, ein Zehner. Also 10er ist wirklich legitim für eine echte Rolex. Ja, muss ich echt sagen. Naja, die Leute hier tragen eine gefickte Day-Date. Ich trage eine Gay-Date. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz normaler Markt hier. Damit werden gefistet. Das muss ich leider zensieren. Aber Junge, Alter. Ganz normale Güter des alltäglichen Bedarfs. Streitäxte, Wikinger-Äxte, Junge. Was soll denn das selber so am Straßenmarkt? Das ist der gottverdammte Lifestyle. Aber wenn man nur eine Kettensäge braucht, hier beim ganz entspannten Shopping, alles kein Problem. Flexerig Zip. Das ist, glaube ich, der Bazar für AK außer Kontrolle. Das. Junge, das ist aber ich. Alter, ist das krank? Also, ich meine, gut, scheinbar ist diese Art und Weise des Handelns und Einkaufens für die Antwort nur normal, aber da gibt es halt keinen Baumarkt oder so. Da kauft man halt Sicheln für 90, ganz entspannt hier am Markt. Das. Sieht nach einem sehr guten Viertel aus. Kauft der Wasserhähne. Niemand hat so viele Nüsse wie dieser gottverdammte Babbo hier. Hier bekommt man wirklich alles, was man brauchen könnte. Feinster Anker, also das ist wirklich massive Anker. Ja, nehme ich direkt mal ihn mit. Junge, Stahlseile. Das macht mir immer nur alle. So ein Egg Mac Sandwich würde ich gerne mal verspeisen, aber ich habe bisher noch keinen vertrauenswürdigen Händler gefunden. Mal schauen, ob sich das noch ändern wird. Ich möchte nicht am zweiten Tag schon meinen Magen-Darm-Trakt vernichten. Was wahrscheinlich sowieso passieren wird. Auch in Istanbul haben die verdammten Gangstalker auch schon hier absolut keinen Erbarmen mit mir und meiner armen Seele. Wie man sieht, nähern wir uns schon wieder unserem Hotel an. Denn wir kommen in die schönste Gegend. Also ich habe mir gerade für 75 Öcken in Lamadschun bestellt. Und ich merke schon, der ist sehr scharf. Aber den bereitet man hier so mäßig selbst zu. Das ist schon sehr interessant. Und der kommt auch nicht fertig gerollt. So. Okay. Das ist auf jeden Fall. Ach Mann. Ich mach's einfach so. Irgendwie. Ach komm, alter Mann. Oh ja. Alter. Ja, wir sind zu spät. Hallo? Ja, okay, one second, ja? Wir sind ja immerhin zum harten Arbeiten hier. Deswegen muss man sich auch dann halten. Geil. An diesem Tag, dem Donnerstag, gab es die erste Voruntersuchung und das erste Anfertigen von feinstem Content für die Klinik. Mehr dazu erfahrt ihr dann im besonderen Video zur Thema Haartransplantation. Für die Leute, die es auch wirklich interessiert. Wird auf jeden Fall interessant und wild, was ich ja schon so gesehen habe. Und hier wurde auch schon vom Chef höchstpersönlich alles festgelegt, wie viele Haare und so weiter. Naja, später mehr. Es wurden sehr zahlreiche Untersuchungen gemacht. Es wurde ihm alles nochmal erklärt, wie es dann noch konkret ablaufen wird. Der Termin ist am Montag. Und alle Einzelheiten erfahrt ihr dann in dem Video zu der Transplantation. Das wird auf jeden Fall interessant. Also jeder, der das ein oder andere Haar zu wenig auf seiner Melone hat, der könnte sich durchaus dafür interessieren. Jetzt schauen wir uns nochmal das Viertel hier an. Und die Trump Towers sind das erste Ziel. Hast du noch Bock?
Ja, auf jeden Fall, ja. Also nachdem wir schon alles gehört haben, wie das abläuft. Ja, ich denke, es wird jetzt nicht so schmerzhaft. Ich freue mich drauf. Ja, schnibbidi, dopp, 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 dopp. Yes, 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 yes. Hier geht's erstmal durch den Metalldetektor, um tragische Einzelfälle zu vermeiden. Und jetzt wird diese Mall hier besucht. Die sieht auf jeden Fall sehr mächtig aus. Schaudert in das Mädenvieh und alle, die Höhen und Weiten Angst haben. Ich habe übrigens Durst. Vielleicht gibt es ja irgendwo das neue iPhone. Irgendwie sieht deine Laune ein bisschen getrübt aus, nachdem die ganzen Details jetzt hier ans Tageslicht kamen. Ja, die können die Vorhaut leider nicht verkaufen. Schickt mir aber. Ja, wir sind jetzt essen bei Du Jojo. Das ist ein Hühnerrestaurant. Ich bin sehr gespannt, also so Fastfood-mäßig. Aber ich kenn's noch nicht, deswegen muss es verspeist werden. Und diese Cola ist full. Ich kam in diese Cola rein. Cola full. Also zieht euch. Ja, Junge. Auf dem Dach dieser Mall. Hey, mein Speicher. Alter, was ist denn hier los? 1422 Fotos habe ich noch, das stimmt auch. Das entspricht eigentlich noch einer Menge Aufnahmedauer, aber ich habe einfach 0 Minuten. Hier ist eigentlich noch ein Drittel Speicherplatz frei. Na dann. Cool, cool. Deswegen geht es jetzt weiter mit meinem Handy. Was soll denn das, Alter? Naja, jedenfalls wird jetzt dieses verkostet. Ich bin wirklich gespannt. Oh ja. Das ist gut. Das ist nochmal knusprig und schmackhafte Bananen. Nicht so wie das, zu dem KFC verkommen ist in den letzten Jahren. Geil. Alter. Oh ja. Da geht eine massive Empfehlung raus. Es wird ein Hemd gesucht, was für die OP passt und für die Tage danach, wo man halt nicht so das T-Shirt über den Kopf ziehen muss, weil dann natürlich alles verbannt ist und so weiter. Und es gibt einfach nichts in seiner Größe. Das macht mich sehr geil, wenn ich diese vollkommen unterkühlte Cola hier sippe. Hier habe ich. Jawohl, nein, das ist was anderes. Das ist eine 5XL, was zum Fick? Nee, aber das ist ein anderes Hemd. Sipp. Das ist eine XS, so wie ich brauche. XS. Also die Suche nach einem Hemd hat sich ausgeweitet und naja. Was ist der Preis? Das ist 550 Lira. Telefon? Euro? Lira. Telefon? Nein, no, ein Ruiz. Test. Nee, danke. Das ist nicht Problem. Ich hab kein iPhone, no iPhone. Da können Sie sich bitte mal zum Schmuggel gefälschter Waren äußern. Ich habe da nämlich gerade so ein Geschäft miterlebt. Ich sehe, das sind in weißen Verpackungen. Das ist ja mehr als für den Privatgebrauch. Statement? Ja, die gehen immer so schnell kaputt. Mal sehen, ob man noch hier die Aussicht genießen kann. Weil die Dinger sind schon sehr hoch. Schönen guten Donald. Rechts laufen über das Seil? Laufen? Springen! Es ist so schräg hier, dass sogar die Pylone abknicken. Die Handbremse dieses Mannes, sie muss echt stabil sein. Also das ist hier eben. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja doch. Alter, das ist schräg. Wie teilweise hier die Straßen sind, ist wirklich krass. Liegt hier im Winter Schnee? Nee, oder? Bitte? Liegt hier Schnee im Winter? Die Frage ist doch, ob die Sonne hier scheint im Sommer. Es gibt ja mehrere Sonnen. Alter. Grüße gehen raus. Ja, das ist auf jeden Fall im Erdgeschoss des Trump Towers. Eine miese Arcade, aber hier gibt es kein Glücksspiel, deswegen muss ich mich leider distanzieren. Also scheinbar kann man hier wirklich nur, wenn man ein Büro hier hat, den Ausblick genießen. Und für uns miese Touristen gibt es da nichts. Das ist dann wohl die Grenze von Nordkorea, Brudi. Schade, also ich habe mich eigentlich auf den Ausblick gefreut, weil das Gebäude hier sehr hoch ist. Naja. Wo gehen wir jetzt hin? Ich wollte schon immer mal Trumps Sahne.
die haben den Straßenverkehr einfach verstanden. Umso mehr man hupt, umso mehr geht es auf jeden Fall voran. Das ist so geil. Ja, okay. Dieser Wahnsinn hier, Alter. Shoutout mal wieder an Hector Panzer, das war gerade ein sehr schöner Livestream mit dir, Alter. Junge, Junge, Alter. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt sind, aber... Berlin. Berlin lebt, Alter. Das ist auf jeden Fall die Verkehrssituation des Tages. Steht einfach ein Bagger. Die Autos haben die ganze Zeit schon gehupt, man hat gar nicht gesehen, warum, aber jetzt sehen wir hier den Bagger auf einmal. Und den juckt das auch nicht, der sitzt da und wartet. Absoluter Ehrenmann! Ehrenmann! Der gibt einfach keinen Fick! So, der Bagger hat jetzt letztendlich aufgegeben. Aber hier kommen jetzt natürlich auch neue Leute. Das ist einfach nur wunderschön zu beobachten. Der hat einfach kein Licht an, dort. Zieh jetzt durch, Alter, du kommst eh über alle Autos drüber, los! Ja, guck mal, wer zieht durch? Jawohl, wir haben es geschafft. Einfach nur schön. Ich bin gespannt, wie weit der Bagger jetzt kommt diesmal. Nicht weit, wie es aussieht. Feinste Maronen. Oh ja. Ja, das ist ja meins. Schmeckt wie Kartoffeln, oder? Von der Konsistenz. Kind wäre nicht mit seinem B800. Nicht mein Auto filmen. Nicht mein Auto filmen. In Deutschland nach Istanbul fährt. Wie war die Reise so? Gut, gut. Wenig Sprit. Ja, hier waren die Hälfte meiner Brüder. Also, so schlecht sieht es ja eigentlich gar nicht aus. Brudi, was haben Sie mit diesem Stein vor? Geh mal bitte vor, ich habe Angst, Alter. Danke. So, jetzt gibt es das allererste Bier hier, feinstes Apple, so wie sich das gehört. Natürlich absolut dilettantisch eingeschenkt, aber es ist scheißegal bei diesem Ausblick da hinten. Dann zeige ich gleich nochmal expliziter, Junge. Ein romantisches Date, Brudi. Ja, haben wir heute eigentlich schon mal? Ja, Mahlzeit, Herr Bibi. Oh ja, das schmeckt doch, Brudi. Das ist auf jeden Fall mal ein sehr, sehr stabiler Ausblick, muss ich sagen. Kannst du es bitte nochmal zeigen? Das ist die Rechnung gerade, Alter. Ohne Scheiß. Alter, Statement zu diesem Restaurant. Also das hier, das Sky View, absolut keine Empfehlung geht raus. Das Essen war wirklich nicht gut. Also schlecht. Richtig schlecht. Ja, es war scheiße. Man kann doch sagen, es war scheiße, mir scheißegal, Alter. Ohne Scheiß, wirklich, die Musik war unfassbar laut und die haben uns so massiv geschissen bei dieser Abrechnung. Der hat sich selbst 190
wie heißt es hier, Lira Trinkgeld berechnet und einfach mit meiner Karte nochmal dann abgebucht, weil ich mit Karte zahlen wollte. Junge, es ist so krank. Dann hat der, was auch immer das ist, diese 110 mal 2 und auch im Allgemeinen, Alter, also das sollte man auf jeden Fall nicht besuchen. Ihr hört davon mir eigentlich immer nur relativ gutes Feedback, weil ich eigentlich, ich weiß nicht, viel Glück habe, beziehungsweise, keine Ahnung, das wirkt da einfach in jeder Hinsicht gut, aber das Einzige, was gut ist hier, ist wirklich der Ausblick. Alles andere, naja, was soll's, auf den Strich. Das ist das mit Abstand bestgesicherte Gebäude, was ich überhaupt gesehen habe die ganze Zeit, und das ist einfach Deutschland. Was hängt denn da drüber? Ah, lol! Ach, das ist doch die ukrainische Botschaft. Okay, sorry, ich habe mich verwählt. Wir treten mal wieder ins Nachtleben ein und was hier los ist, ist einfach geisteskrank. Schaut selbst. Ich bin ja gespannt, wie das morgen, also Freitag oder Samstag aussieht. Falls es hier sowas wie ein Wochenende gibt, was einen deutlichen Unterschied macht. Alter. Ui. Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt hier an einer Straße, die... Also wir sind jetzt hier 100 Meter entfernt, war hier diese wunderschöne Mall, da sind wir rechts abgebogen. Und jetzt sind wir an einer Straße, das werdet ihr gleich sehen bei mir im Hintergrund. Es sind einfach... Die hauen ab. Alter, hör mir, weil du deine Kamera hier filmst. Ah nee, deswegen, guck mal, wer da kommt. Deswegen hauen die ab. Ach so, die Bullen, Junge. Guck mal, das ist völlig krank. Wir waren hier gerade eben in einer wunderschönen Mall, wo man ganz normal shoppen kann und sind 50 Meter weiter gelaufen. Ja, also ganz zufällig waren wir auf einmal hier beim... Junge, das ist völlig krank. Habt ihr die Rennsinn? Sollen wir denen vielleicht helfen? Ich glaube, die werden bedroht von den Polizisten. Junge. Also da wir uns jetzt nochmal verlaufen haben, sind wir jetzt noch zweimal diese Straße lang gegangen. Und nach weiteren Recherchearbeiten sind wir zu dem Entschluss gekommen, es kann Spuren von Nüssen enthalten. Das hast du sehr gut formuliert. Scheiße. Ja, und deswegen geht's jetzt doch heim. Wir haben ja gerade so ein Matcha Bubble Tea gekauft und ich kann den einfach nicht trinken, weil diese verdammten Tapioca-Dinger zu groß sind für den Strohhalm. Die verstopfen ihn einfach. Das ist unfassbar anstrengend. Ja, aber es schmeckt. Ich finde es echt schade, dass wir jetzt schon nach Hause gehen. Unsere eigentlichen Pläne waren viel besser. Frederik Köpek. Der Heimweg gestaltet sich mal wieder hervorragend. Junge. Ja. Ihr stinkt nach Urin. Feinster Hand. So, wir haben heute 40.633 Schritte absolviert. Da vorne ist das Hotel. Sergeant, ich hoffe, du bist stolz auf mich. Das Resümee des heutigen Tages war ein voller Erfolg. Ich war auf jeden Fall beim Friseur. Jetzt sieht man die Aisha Hafsa Sultan Suite. Wunderschön. Ah, aber die waren ja das drin. Ein weiterer schöner Tag geht nun zu Ende. Oh, genau, 10% schon hochgeladen. Das Video, also ich kann doch Videos hochladen in meinem Handy-Hotspot jetzt. Das erfreut mich wirklich sehr und ich ziehe mir jetzt noch hier den Stream rein vom guten Hector Panzer. Junge, das ist einfach nur krank. Ja, an dieser Stelle, gute Nacht. Hab euch lieb. Ich glaube, der meint Wichs da drüben. Ich bin mir sehr sicher.